Hä? Beschreiben Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe mich gesehen. Als Kind. Ich spielte mit meiner Schwester im Wald. Es ist nicht weit vom Schloss entfernt. Ich konnte es sehen, hinter den Bäumen. Ein Mann war noch dabei. Konnten Sie erkennen, wer er war? Nein, er hat mir den Rücken zugewandt. Aber etwas sehr Schlimmes ist passiert. Was ist passiert? Meine Schwester, sie ist gestürzt. In ein Loch. Sie schreit. Was soll ich tun? Adrian, Sie sind nicht mehr dort. Erinnern Sie sich, was Sie damals getan haben? Ich bin zu dem Loch gerannt. Und ich weiß nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern. Sie haben mich geweckt, bevor ich ihr helfen konnte. Ich habe Sie nicht geweckt, Adrian. Sie sind von selbst aufgewacht. Anscheinend wehrt sich alles in Ihnen gegen diese Erinnerung. Sie scheinen sie wirklich stark verdrängen zu wollen. Oder ich erinnere mich ganz einfach nicht mehr daran. Die Erinnerung ist noch da. Sie müssen sich nur auf sie einlassen. Das sagen Sie so einfach. Vielleicht sollten Sie sich im wachen Zustand mit dieser Erinnerung auseinandersetzen. Diese Stelle im Wald, die Sie gesehen haben, versuchen Sie, sie zu finden. Sie brauchen einen Anker in der Gegenwart. Tja, wenn Sie meinen. Und was die Halluzinationen angeht, ich habe ein Medikament bestellt. Das sollte helfen, Sie zu unterdrücken. Sehr gut, das nehme ich. Auf die Schulmedizin ist wenigstens Verlass. Nehmen Sie bitte das Rezept hier und bringen es zu Abaya in den Laden. Sie wird Ihnen das Medikament aushändigen. Okay, aber es ist real, denn wir haben den Sticker. Sie ist auch noch Apothekerin. Ja. In so einem kleinen Dorf gibt es mehr Aufgaben als Einwohner. Okay, aber wie sind wir jetzt hier hingekommen? Wir hatten doch diese Kopfschmerzen, oder? Der Orden. Die Sache mit dem Orden ist von meiner Verhaftung ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Erst wollte bla bla bla. Versucht nun, die Spuren zu verwischen. Ja, das haben wir. Ein neuer Tag. Es ist früher Morgen und ich sitze in meinem Hotelzimmer. Habe ich von der Hütte nur geträumt? Ich kann mich nur schlecht an die letzte Nacht erinnern. Murray meinte, er hätte mich im Wald gefunden und ins Hotel gebracht. Irgendwas ist da faul. Woher sollte er wissen, dass ich da war? Hat mich jemand beobachtet? Jemand vom Orden? Kann das sein? Jedenfalls ist die Kutte weg. Murray danach fragen werde ich besser nicht. Er hält mich eh schon für verrückt genug. Jetzt muss ich erstmal zu meiner täglichen Sitzung mit Dr. Winterbottom. Sie will heute ausprobieren, mich in Hypnose zu versetzen, damit ich mich wieder an meine Kindheit erinnern kann. Sie glaubt, dass dort die Antworten liegen. Stelle im Wald. Ich sollte eine Stelle im Wald finden. Eine Stelle, die ich während der Hypnose gesehen habe. Ein Loch, in das Angelina gefallen ist. Ein Versuch ist es wert. Vielleicht hat Dr. Winterbottom recht. Und ich brauche wirklich einen Anker in der Wirklichkeit. Und wenn nicht, kann ich ihm immer noch die Medikamente helfen, die ich bei Abaya abholen soll. Okay. So ist das also passiert. Können wir nochmal mit dir reden? Doktor? Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wormhill. Was können Sie mir über Wormhill sagen? Vermutlich nicht viel. Es ist eine kleine Siedlung, die zu Willow Creek gehört. Nur wenige wohnen dort. Die meisten Häuser zerfallen langsam. Ich glaube, früher haben dort die Minenarbeiter gewohnt. Ah, die Mine, stimmt. Ich erinnere mich. Ralph. Kennen Sie Ralph? Ralph? Nein, wer soll das sein? Ach, nicht so wichtig. Hütte im Wald. Mir ist letzte Nacht etwas Seltsames passiert. Ich weiß nicht, was davon real war oder nicht. Lassen Sie hören, Adrian. Ich war gerade auf dem Weg zurück ins Dorf, als ich im Wald von großen schwarzen Hunden angegriffen wurde. Zum Glück war eine Hütte in der Nähe, in die ich mich retten konnte. Durch die Tür konnte ich nicht mehr nach draußen. Als ich mich mit einer Kettensäge, ja, durch den Boden nach draußen gesägt hatte, war keine Spur mehr von diesen Hunden. Dann bin ich ohnmächtig geworden. Angeblich hat mich Murray gefunden mitten in der Nacht und mich zurück ins Hotel gebracht. Aber davon weiß ich nichts mehr. Ein klassischer Traum mit Verdrängungsthema. Die schwarzen Hunde und dass dann da aber nichts ist. Das ist eine tiefsitzende Angst vor den Konsequenzen deines Handelns. Hm.
weiße Frau. Ich habe eine Frau gesehen, ganz in weiß. Sah fast so aus wie eine Art Hochzeitskleid. Wo haben Sie sie gesehen? Als ich in der Hütte eingesperrt war. Vom Fenster aus. Sie stand am Rand der Lichtung, hat mich angesehen und ist dann im Wald verschwunden. Hat sie irgendetwas gesagt? Oder getan? Also, gehört habe ich nichts, aber es könnte schon sein. Sie schlenderte jedenfalls nicht herum. Eher wirkte sie so, als würde sie etwas suchen. Es gibt hier in Willow Creek eine Legende über eine weiße Frau, die durch den Wald irrt und ihr Kind sucht. Vergeblich, wie es heißt. Aber gesehen hat sie noch niemand. Bis jetzt. Machen Sie sich keine Sorgen, Adrian. Das ist eine vollkommen natürliche Reaktion auf diesen Mythos. Er entstand aus der kollektiven Sehnsucht nach einer reinen Mutterfigur, die wie eine Heilige verehrt werden kann. Dazu gehört, dass es Auserwählte gibt, die ihre Erscheinung wahrnehmen. Und jeder möchte doch ein Auserwählter sein. Das ist nur menschlich. Sie finden für alles eine Erklärung. Die Psychologie ist die moderne Theologie. Okay, Hunde. Schwarze Hunde. Was haben diese schwarzen Hunde für eine Bedeutung? Was sind das für Wesen? Die Flucht vor bissigen und aggressiven Hunden, das klingt nach einem typischen Angsttraum. Er drückt die Angst vor der eigenen aggressiven Seite aus. Waren die Hunde allein oder war jemand bei ihnen? Nein, sie waren allein. Nur die Hunde. Aha. Hunde, die ohne menschliche Führung herumstreuen, deuten auf ein unterdrücktes Dominanzthema hin. Es kann aber auch genau das Gegenteil bedeuten, nämlich, dass der Träumer einen bestimmten Teil von sich selbst vernachlässigt, auf den das Wesen der Hunde hinweist. Was war es denn für eine Hunderasse? Keine Ahnung. Höllenhunde? Jedenfalls riesengroß und schwarz. Große Hunde verstärken die Bedeutung, von der ich sprach. Dass sie schwarz sind, deutet auf ihre Herkunft aus dem Unterbewussten hin. Gibt's irgendeine Tablette dagegen? Bis später. Machen Sie's gut. Okay. Er nimmt das Ganze nicht so ernst, ne? Ist aber auch witzig, dass es für alles eine Erklärung gibt. Ob da meine Gesprächsprotokolle auch mal drin landen? Okay, mehr können wir hier nicht machen. Gut. Dann hole ich mir meine Tabletten ab. Ja, man wird so ein bisschen durchs Spiel. Mein Kopf dröhnt immer noch. Geführt. Ein Glück, dass mich Mary gestern im Wald gefunden hat. Sonst wäre ich wahrscheinlich erfroren. Ich sollte mir also schnellstmöglich diese Medikamente holen. Und ich könnte gleich den Inspektor fragen, ob Murray endlich wegen der Aussage bei ihm war. Außerdem habe ich noch einen Termin beim Pfarrer. Kann doch nicht so schwer sein, das Grab meines Vaters zu finden. Ach, und diese ominöse Stelle im Wald soll ich finden. Freu dich, Darren. Das wird ein langer Tag. Okay. In der Richtung machen wir das aber. Wir gehen erst die Tabletten holen, dann gehen wir zum Inspektor. Oh, wer ist denn das? Matt. Ich so ein Papp. Hat er jetzt auf? Vielleicht können wir auch nochmal gucken. Egal wie groß meine Probleme auch sind, wenn ich durch diese Tür trete, werden sie um ein Vielfaches anwachsen. Okay, besser nicht dahin. Okay. Hey, wir könnten mit Matt reden. Fass. Telefonzelle. Was können wir denn mit scheiß Fass machen? Sieh mal einer an. Das ist Abayas Briefkasten. Und hier haben wir auch die Post von Matt. Ah, okay. Ein Paket. Klauen wir das einfach. Das Paket kommt von einem Teelieferanten. Als Kunde steht hier das Gordon's Palace. Also entweder ist der Postbote ziemlich faul oder er mag Murray nicht. Vielleicht sollte ich ihm das Paket bringen. Am Hotel komme ich früher oder später eh vorbei. Was haben wir noch? Das muss meins sein. Der Absender ist ein Pharmakonzern. Ich lasse das Rezept in dem Fass. Dann weiß Abaya, dass ich meine Medikamente selbst abgeholt habe. Ach, ist der zu oder was?
abgeschlossen. Seltsam. Gestern um diese Uhrzeit war der Laden noch offen. Ja, das erklärt einiges. Okay, gucken wir mal uns die Tabletten an. Das Medikament, das mir Dr. Winterbottom verschrieben hat. Haloperidox. Zur Behandlung akuter Psychosen mit Wahn, Halluzinationen oder Bewusstseinsstörungen. Na klasse. Damit hat sie mich offiziell für verrückt erklärt. Okay. Und das Paket? Eine Teelieferung für Murray. Steht jedenfalls drauf. Ja, mach doch mal auf. Egal. Was können wir noch machen? Kaffee. Polizeistation. Machen wir das als nächstes. Ach, ist ja schon wieder nicht da, der Inspekteur. Vielleicht können wir ja mit Constable reden. Mit dem Constable. Hey, Zack. Was denn nun schon wieder? Hab ich was Falsches gesagt? Nein, ich bin nur etwas überarbeitet. Der Inspektor ist den ganzen Morgen schon nicht da und ich muss die ganze Arbeit allein machen. Na, er ist vielleicht wieder im Donut-Café, ne? Was einlochen. Wo treibt sich denn der Inspektor rum? Kaffee, glaube ich. Oder vielleicht können Sie mir helfen. War Murray schon hier wegen seiner Aussage? Murray? Ja, der war hier. Wollte etwas Dringendes mit dem Inspektor besprechen. Wissen Sie, worum es ging? Das darf ich Ihnen natürlich nicht sagen. Schade. Tante Emma Laden. Der Laden von Abaya ist geschlossen. Ist heute ein Feiertag, von dem ich nichts weiß? Nein. Nicht, dass wir sie umgebracht haben? Schöne lange Messer, weiße Frau. Sie haben bestimmt schon mal was von der weißen Frau gehört. Geistert seit Jahrhunderten im Wald rum. Warum fragen Sie? Ist sie auch eine Verwandte von Ihnen? Okay, was haben wir noch? Hütte im Wald. Letzte Nacht bin ich übrigens vor großen schwarzen Hunden in eine Hütte im Wald geflohen. Ich wurde dort eingesperrt, konnte mich aber mit einer Kettensäge befreien. Danach bin ich ohnmächtig geworden. Sie können nicht anders, habe ich recht. Und warum erzählen Sie mir das? Das frage ich mich auch gerade. Sie sahen so gelangweilt aus. Auf Wiedersehen, Constable. Na gut. Okay, dann können wir hier wohl nicht mehr machen. Dann gehen wir mal ins Café. Und gucken, ob wir den Inspektor da finden. Was ist denn hier los? Ach so, die haben wieder Angst hier. Bobby. Ach, Bobby. Und Edward. Tür. Das ist der Bobby, der Dorfblödi. Der Dorfblödi. Aber nein, das ist ja ungerecht. Ja. Eigentlich ist er der netteste Kerl hier weit und breit. Auf jeden Fall. Hallo, Bobby. Hi, Darren. Stimmt es, dass du jetzt böse bist? Böse. Nein, Bobby, du brauchst keine Angst haben. Ich tue niemandem was. Die anderen haben gesagt, du hast das Schloss angezündet. Du darfst nicht alles glauben, was man dir erzählt, Bobby. Ich bin unschuldig. Ich war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Das sagt Tom auch immer. Okay, Darren, ich glaub dir. Inspektor. Sag mal, Bobby, kennst du den Dorfpolizisten? Ja, aber ich mag ihn nicht. Tom mag ihn auch nicht. Kaffee. Arbeitest du jetzt hier? Ja, aber nicht für Geld, sondern für Denise. Sie ist meine neue Freundin. Ich helfe ihr. Verstehe. Bobby. Arbeitest du nicht mehr im Museum? Nein, Mrs. Puft hat mich weggeschickt. Die Bürgermeisterin hat dich weggeschickt? Wieso das denn? Ich hab nicht genug aufgepasst, hat sie gesagt. Ich hab doch die Schlüssel verloren. Ja. Ah, das tut mir leid. Ja, wir haben die ja geklaut. Denise. Und Denise freut sich, dass du ihr hilfst? Ja, sie gibt mir Muffins und Schokolade. Ist ja nett von ihr.
Das will ich aber nicht geschenkt. Ich bezahle das alles später. Ich will nicht, dass Denise deswegen Ärger kriegt. Das ist nett von dir, Bobby. Du magst sie wohl sehr. Oh ja, Denise ist viel schöner als Mrs. Puff. Sie ist sogar noch schöner als die Sonne. Ach, Bobby. Denise und der Nephew. Tom. Was macht eigentlich dein Bruder Tom? Ich weiß es nicht. Er ist nicht oft da im Moment. Aber das ist auch gut so. Er sagt, er will dich umbringen, wenn er dich erwischt. Ich muss weiter. Darren. Okay. Wer ist denn Edward? Der Kellner des Cafés. Ein recht steifer Typ. Vielleicht hat er einen Stock verschluckt? Ach, ich frag ihn einfach. Ich frag ihn einfach mal. Hi. Schönen guten Tag, Sir. Sie sehen mir fast aus wie ein Kellner. Das haben Sie vollkommen richtig erkannt, Sir. Mein Name ist Edward. Na, Edward, was weißt du denn über den Inspektor? War der Inspektor heute schon da? Nein, Sir. Ich habe ihn den ganzen Tag noch nicht gesehen. Bin gerade erst gekommen. Und Denise? Denise ist auch verschwunden. Beide nicht da, Nein. Merkwürdig. Willow Creek. Was können Sie mir über Willow Creek erzählen? Ein ruhiger Ort. Schlecht für Hebammen, die wären hier arbeitslos. Aber ideal für Schriftsteller, falls sie Krimis schreiben. Oder Horrormärchen. Ja, kann man sich schon hier zurückziehen. Café. Ein hübsches Café ist das. Danke, Sir. Ich gebe mir jede Mühe, dass es auch so bleibt. Sind Cafés in England nicht etwas unüblich? Wenn Sie meinen, Sir. Aber ich finde, dieser Ort hier hat eine Alternative zu dieser Säuferabsteige da drüben verdient. Fotos. Sie haben hier jede Menge Fotos von den Leuten aus Willow Creek. Haben Sie auch welche von den Gordons? Bedauere, Sir. Die Gordons verkehren nicht in diesen bescheidenen Räumen. Wo verkehren sie dann? Soviel ich weiß, verlassen sie ihr Anwesen äußerst selten. Früher fuhren sie jeden Sonntag zur Kirche, aber auch das tun sie seit längerem nicht mehr. Ich muss dann mal wieder. Beehren Sie uns bald wieder, Sir. Durch Kaffee? Können wir zur Tür? Wir versuchen es mal. Ich gehe da besser vorerst nicht mehr rein, sonst erteilt Denise mir noch Hausverbot. Okay, gut. Können wir mit diesem Typen hier noch reden, ha? Matt. Kaffee, Fluss, Matt. Hey, Matt. Wann haust du endlich ab mit deinem Jahrmarkt? Na, wie geht's? Immer noch vom Teufel besessen? An deiner Stelle würde ich darüber keine Witze machen. Soll das eine Drohung werden? Sagen wir lieber eine gut gemeinte Empfehlung. Dir fehlen ja wirklich ein paar Latten am Zaun. Das ist der Typ aus der Zelle. Ah, okay. Matt Newcastle, ja. Was ist bei deiner Geburt eigentlich schiefgelaufen? Nicht halb so viel wie bei deiner, du Bastard. Viel Spaß noch. Das wäre bestimmt mal... Wenn du mich vermisst, mal ein Herz an die Wand. Mach ich. Und zwar mit deinem Blut. Das wären bestimmt noch mal so richtige Best Buddies hier. Können wir in den Fluss werfen? Das Wasser hier ist trüb und dunkel. Ich frage mich, welche Fische. Ich frage mich, was wir für irgendwas damit machen können. Okay, vielleicht können wir nochmal unseren Anwalt anrufen. Dr. Jones. Können wir die News mitteilen? Anwaltskanzlei Jones und Partner, bitte hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Wir boxen Sie raus. Schade. Oh. Die Wahrsagerin hatte doch das mit den Hunden. Dann rufen wir jetzt nochmal die Wahrsagerin an. Mal sehen, was sie uns heute erzählt. Hallo, Madame Fortuna. Adrian, ich wusste, Sie rufen. Wer auch sonst? Ziehen Sie eine Karte. Stopp. Ich habe den Wagen gezogen. Oh, sind Sie im Schnee stecken geblieben? Schnee?
Nein, Ihre Karte, Adrian. Sie suchen nach dem rechten Weg. Eine Entscheidung wird nötig sein. Ich sehe den Tod. Mal wieder. Jemand wird Ihnen das Licht ausschießen. Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Ausschießen? Sie müssen das nicht verstehen, Adrian. Aber Sie können sich zur Wehr setzen. Wie kann ich mich zur Wehr setzen? Halten Sie sich von Schusswaffen fern. Ah. Ja, danke. Okay. So ein Blödsinn. Aber sie hat doch auch was mit Hunden gesagt, irgendwie. Ich glaube schon, dass das eine Prophezeiung für den Tag ist. Also, halten Sie sich von Schusswaffen fern. Ich habe keine Ahnung, wo eine Schusswaffe sein könnte. Okay, das haben wir gemacht. Wir könnten nochmal zum Hotel gehen, den Tee abgeben. Und dann müssen wir in den Wald. Kreuzung im Wald. Blackmirror Castle. Hütte im Wald. Ach, guck mal. Kirche von Wormhill. Wir gehen mal dahin, dann gehen wir nochmal zur Hütte und gucken, was da so gibt. Gorn's Palace. Aber zuerst dahin. Können wir da jetzt runter? Da geht es einige Stufen nach unten. Sie führen hinter das Hotel. Ja, immer noch nicht. Oh. Nanu? Murray ist gar nicht da. Ein Gästebuch. Da werde ich mich ganz bestimmt nicht eintragen. Schade. Ein Telefon? Ein Telefon. Vielleicht können wir uns jetzt durch die Wand bohren. Oder kommen wir jetzt da rein? Murray? Scheint nicht da zu sein. Ich stelle das Paket am besten auf seinen Schreibtisch. Da können wir uns noch ein bisschen umsehen. Was hier. Ist denn das? Ah. Was hat Murray denn mit dem Gesetz zu schaffen? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist die Quittung von meiner Kaution. Abgesegnet vom Richter, bezahlt von Murray. Was um Himmels Willen hat dieser Kerl eigentlich vor? Aha. Was haben Sie hier zu suchen, Mr. Michaels? Eigentlich wollte ich nur nett sein und habe Ihr Paket aus dem Dorf mitgebracht. Aber dann habe ich das hier gefunden. Ich hätte gern ein paar Antworten. Was führen Sie im Schilde, Murray? Wissen Sie, Mr. Michaels, das ist ganz einfach. Ich glaube an Ihre Unschuld und bin sicher, dass Sie es nicht verdient haben, ins Gefängnis zu kommen. Na klar. Ein Geizkragen wie Sie riskiert 5000 Pfund, um einem völlig Fremden zu helfen? Blödsinn. Was steckt dahinter? Reden Sie schon! Ich schlage vor, Sie sind einfach froh, dass Sie frei sind. Und wir reden nicht weiter darüber. Oh nein, so einfach kommen Sie mir nicht davon. Ich will wissen, was Sie sich gedacht haben, Murray. Mit Ihren eigenen Worten will ich das hören, jetzt! Mr. Michael, Sie wissen doch, wie das ist. Wenn irgendwo etwas Schreckliches passiert, zieht das die Leute an. Aber nicht für immer. Die Leute sind heutzutage schnell gelangweilt und wollen etwas Neues sehen. Und da Sie nun seit 3 Wochen niemanden mehr um... Ich fass es nicht! Sie haben die Kaution bezahlt in der Hoffnung, dass ich anfange, hier Menschen umzubringen? Nur damit Ihr Scheißhotel ausgebucht ist? Ach, regen Sie sich doch nicht so auf, Mr. Michael. Sie sind doch total verrückt! Sie können mich mal! Sie sollten mir dankbar sein, Mr. Michaels. Niemand sonst hätte Ihnen die Kaution gestellt. Niemand sonst. Sie haben keine Freunde in Willow Creek. Sie sind ein einsamer Irrer, ein Brandstifter, ein Verbrecher. Sie haben niemanden außer mir und sollten mir verdammt nochmal dankbar sein. Sagen Sie dem Zimmerservice Bescheid, ich checke aus. Ich fass es nicht. Okay, gehen wir nochmal in unser Zimmer. Vielleicht können wir mit dem Korkenzieher ein Loch in die Wand machen und lauschen. Schade, war eine nette Idee. Mit der Pfeile. Zollstock.
Wozu? Ja, ich weiß auch nicht. Wozu? Messen. War nur eine Idee. Irgendwas müssen wir mit dieser scheiß Wand ja noch machen können, ne? Können wir da nochmal rein? Mit dem Kerl habe ich nichts mehr zu besprechen. Okay, schade. Aber wir müssen sicherlich irgendwann zurückkommen. Das wird nochmal eine Rolle spielen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur Hütte im Wald. Weil da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Jetzt wissen wir zumindest, wer die Kaution gestellt hat. Church Street. Diese Hütte ist sogar am Tag unheimlich. Mal sehen, schauen wir uns ein bisschen um. Schleifspuren. Schleifspuren. Angeblich hat Mary mich hier weggeschafft. Ich kann mich aber an nichts mehr erinnern. Fass. Eine Regentonne. Dürfte hier immer gut gefüllt sein. Bloß nicht berühren, sonst fällt alles zusammen. Okay. Tunnel, Hütte. War vielleicht früher mal eine Försterhütte. Jetzt ist es Ralphs neuer Unterschlupf. Auf jeden Fall besser als der Wellblechverschlag an der Akademie. Zum Glück wurde die Hütte auf Stelzen gebaut. Sonst wäre ich vermutlich jetzt noch darin gefangen. Okay, können wir da rein? Brennholz. Da wurde für den Winter vorgesorgt. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das Ralph war. Ich habe kein Interesse daran, wieder in diese gruselige Hütte zu gehen. Ach, schade. Okay, mehr gibt's ja auch nicht. Dann gehen wir mal zur Kirche. Könnt ihr natürlich noch im Wald umgucken und das Loch suchen, aber das machen wir, nachdem wir beim Pastor waren und das Grab gesucht haben, würde ich sagen. Gehen wir mal direkt rein. Hier sieht es ja echt nett aus. Ah, ich sollte mich an den Doppelklick gewöhnen. Das ist ja... ist ja echt unmenschlich, wie lange der hier rumläuft. Tja, die Kirche ist verschlossen. Dann habe ich ja noch genug Zeit, nach der Stelle im Wald aus meiner Erinnerung zu suchen. Okay, komm. Gibt ja eigentlich nicht so viele Wege, die ich nehmen kann, ne? Vielleicht sollte ich aber trotzdem nochmal speichern. Man weiß ja nicht, was hier so passiert. Waffen und so. Straße nach Willow Creek. Okay, da geht's dann zum Schloss. Dann können wir hier noch runter. Entweder hier lang oder da lang. Da kommen wir zur Hütte. Was war das? Ein Vergangenheitsflash? Kommen die jetzt schon am frühen Morgen? Oder was will mir der kleine Mann im Unterbewusstsein damit sagen? Ich schmeiße mir besser eine von diesen Pillen ein. Sind wir hier vielleicht richtig? Nein, ich habe keine Lust mehr, Stacheldraht um die Waden zu wickeln. Können wir was abmessen? Okay. Dann müssen wir garantiert hier in diesen Wald. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Bevor ich mich noch im Wald verirre, bleibe ich lieber auf der Straße. Ich habe keine Ahnung. Loch im Wald. Oh, Trampelfahrt. Planlos durch den Wald laufen? Nein, danke. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, bin ich wegen Brandstiftung und Mord verhaftet worden. Aber wie soll ich denn wissen, wo das Loch ist? Wen soll ich fragen? Irgendwas an diesem Ort erinnert mich an meinen Hypnosetraum von heute Morgen. Irgendwas an diesem Ort? Nein, ich habe kein... Okay, ich muss irgendwie den Stacheldraht loswerden. Das ist Stacheldraht. Der wurde erfunden, um Soldaten den Weg zu versperren. Wenn man sich einmal darin verwickelt hat, reißen die Stacheln dutzende kleine Wunden in den Körper. Je mehr man versucht, sich zu befreien, desto schlimmer wird es. Man verblutet langsam, aber sicher. Das Risiko gehe ich nicht ein.
Wie können wir den entfernen? Oder womit? Der Pfeile? Ich denke mir, wir brauchen da noch irgendwas. Eine Zange oder sowas. Zum Leuchtturm, Stacheldraht. Tor. Hier sieht's auch nicht besser aus. Also ich denke, wir müssen da rein, aber wir müssen irgendwie den Stacheldraht loswerden. Planlos durch den Wald? Okay. Das will er einfach nicht. Gehen natürlich nochmal ins Dorf zurück und gucken, ob das Museum auf hat. Zu Dr. Winterbutton, Museum, Hotel. Hier hängt ein Plakat. Wir bauen für... Okay, ist immer noch nicht so weit. Brücke... Welcher Laden jetzt wieder auf? Telefonzelle, Polizeistation. Abgeschlossen. Immer noch abgeschlossen. Café. Polizeistation. Richtung Pub. Da ist auch nicht was, ne? Vielleicht müssen wir doch nochmal zum Hotel und dann irgendwie in den Garten. Da geht es einige Stufen. Okay, oder nochmal zum Black Mirror Castle. Als ich das letzte Mal hier war, konnte ich das Gittertor einfach... Der Verschluss sieht jetzt... Victoria okay, hat mich mal rauswerfen lassen. Keine gute Idee, sie nochmal zu belästigen. Okay. Das bringt uns nicht wirklich weiter, ne? Wormhill. Straße nach Willow Creek. Wir müssen irgendwie in diesen Weg und müssen am Stacheldraht vorbei. Nein. Planlos durch den Wald? Wen könnte ich denn fragen? Oder müssen wir jetzt vielleicht zur Kirche? Die Kirche ist verschlossen. Dann habe ich ja noch genug Zeit nach der Stelle im Wald. Oh, wir kommen zum Haus des Pfarrers. Also doch, oh hier. Baumschere, sehr schön. Nehmen wir mit. Damit kriegen wir vielleicht den Stacheldraht durch. Eine lange Baumschere. Die werde ich mir mal ausleihen.